Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich will nachher noch ein Baumvideo drehen, wenn ich es noch schaffe. Das muss ich mal gucken, wie die Zeit voranschreitet bei Produktion dieses Videos. Aber wichtig ist vor allen Dingen vorher, dass ich jetzt mal endlich noch ein paar Fachbegriffe separat erkläre, die ich in sämtlichen Baumvideos gerne mal verwende, aber nicht jedes Mal erkläre. Teilweise habe ich sie, glaube ich, auch noch gar nicht richtig ausführlich erklärt. Und das ist natürlich ein böses Versäumnis von mir. Das hat auch dazu geführt, dass immer mal wieder per Kommentar dann Nachfragen kommen, über die ich mich zuerst so ein ganz kleines bisschen aufrege. Oh, das ist doch eindeutig. Warum muss ich das jetzt schon wieder erklären? Bis mir dann eben mal klar geworden ist, böser Ben, das hast du noch gar nicht erklärt. Oder zumindest hast du es nur einmal ganz kurz nebenbei erklärt und erwartest jetzt von deinen Zuschauern, dass sie tatsächlich alle deine, keine Ahnung wie vielen Videos, alle geguckt haben und sich auch ja jeden Scheiß gemerkt haben, den du jedes Mal erzählt hast. Und das ist natürlich ein kleines bisschen anmaßend von mir, ein kleines bisschen sehr enorm sogar. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal zu meinen ganzen Baumvideos eben noch so ein kleines grundsätzliches Begriffserklärungsvideo nachschieben. So, und zwar, ich habe nie so wirklich richtig erklärt, was ich eigentlich meine, wenn ich sage, Baum kommt von da bis da vor. Ein Vorkommen, eine Verbreitung meint nämlich, dass die Baumart in dem Bereich, wo ich sage, dass sie vorkommt, natürlich vorkommt. Das heißt, da würde sie auch dann wachsen, wenn es uns Menschen gar nicht gäbe, beziehungsweise wir sie da halt eben nicht hingepflanzt hätten. Und wenn jetzt eben entsprechend eine Baumart weit außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes trotzdem vorkommt und da trotzdem wächst und von mir aus bei irgendjemand im Dorf oder im Vorgarten oder auch im Hintergarten oder was auch immer steht, dann ist das halt eben außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets. Das heißt aber lange nicht, dass sie da nicht mehr wachsen kann. Denn wichtig ist, wir haben bei Pflanzen generell zwei Verbreitungsgebiete. Wir haben einmal das physiologisch Potenzielle, nenne ich es jetzt einfach mal, das, was von der Biologie der entsprechenden Pflanze her eigentlich möglich ist. Und wir haben dann halt das reale Verbreitungsgebiet, das sich dann noch mit einem wesentlichen Faktor erst ergibt, der sich Konkurrenz nennt. So, und das physiologische potenzielle Verbreitungsgebiet, das kann man einfach so erklären. Eine Pflanze hat ja bekanntlich eine Wurzel, Blätter, hat einen bestimmten Nährstoffbedarf, hat einen bestimmten Wasserbedarf, hat einen bestimmten Lichtbedarf. Also grundsätzlich mag jede Pflanze viel Licht, aber es gibt halt Pflanzen, die kommen besser mit wenig Licht aus. Es gibt Pflanzen, die kommen schlechter mit wenig Licht aus. Einige kommen halt gar nicht mit wenig Licht aus und sterben dann. Nicht sofort, aber sehr schnell. Und dadurch ergibt sich halt einfach, je nach der Biologie der einzelnen Pflanze, des einzelnen Individuums, der einzelnen Art eigentlich viel mehr, ein Bereich, in dem die leben kann. Das mag dann gehen von einem sehr feuchten Boden, der halt aber noch nicht dauerhaft wassergetränkt ist, bis zu einem, ja, die meiste Zeit des Jahres doch relativ trockenen Boden, der aber immer noch genügend Wasser abbekommt, das für die minimalen Bedürfnisse reicht. Und außerdem mag es vom Licht her, ja, so mit mittlerer Lichtintensität mag die entsprechende Pflanze jetzt zurechtkommen. Lieber wäre ihr aber viel Licht. Und grundsätzlich ist es ihr relativ egal, auf was für einem Substrat, also was für einem Boden sie steht, was für Nährstoffe da drin ist. Da kommt sie eigentlich mit allem zurecht, was da irgendwie zu finden ist. Es ist eine genügsame Baumart. Und mit diesen Ansprüchen könnte sie quasi in komplett Deutschland überall wachsen. Da haben wir ganz wenig Orte, also sagen wir mal in 95% von der deutschen Fläche könnte diese Art überall vorkommen. Und wäre möglich. Da kann man sie also auch überall hinpflanzen. Und da würde sie auch überall voraussichtlich wachsen. Es sei denn, man erwischt ein krankes Exemplar oder das ist jetzt irgendein super Sonderfall. Aber eigentlich ist davon auszugehen. So, also das ist das potenziell mögliche Areal, Verbreitungsgebiet. Areal ist eigentlich der Fachbegriff. Aber jetzt ist es ja so, dass an diesen Orten jeweils auch noch andere Pflanzen wachsen. Und wie jedes Lebewesen auch, neigt auch eine Pflanze dazu, gerne möglichst da, wo es lebt, beziehungsweise wo sie lebt, sich auch durchzusetzen und möglichst lange da zu leben und an dieser Stelle möglichst auch noch Nachkommen produzieren zu können.
Und da eine Pflanze eben diese Stelle gar nicht wechseln kann, muss sie umso intensiver darum kämpfen, sich ihren einzelnen Platz, wo sie halt eben hockt, zu bewahren. Und das heißt, Pflanzen bringen sich gegenseitig ganz gerne um oder schließen quasi Militärbündnisse, tun sich zusammen, um dann in diesem Verbund, in dem sie zusammen klarkommen, alle anderen umzubringen. Quasi. Deswegen bin ich kein Freund von diesem sogenannten grünen Frieden, Greenpeace, den es in der Ökologie nämlich mal hinten und vorne nirgendwo gibt. Es gibt Militärbündnisse, die werden dann vielleicht ein bisschen friedlich für uns, auf uns wirken, aber pflanzt da mal irgendwas rein, was da nichts zu suchen hat, das wird sofort niedergeknüppelt. Ökologisch. Ne? Also Pflanzen knüppeln sich ja nicht mit Knüppeln nieder. Das wäre auch irgendwie komisch, weil dann müssten sie sich ja sozusagen einen Arm abreißen und damit andere Leute die Nässe knüppeln. Egal. Eben mit Schatten zum Beispiel. So das Hauptargument gerade unter den Bäumen, um andere Bäume umzubringen, ist schneller hochwachsen, drüber sein, Schatten auf alle, die drunter sind, schmeißen. Und die gehen dann halt unter Umständen durchaus sehr schnell ein, wenn sie Schatten nicht vertragen. Das heißt, wir haben also neben der ökologisch möglichen Verbreitung, wo kann man die Baumart hinpflanzen, noch den zweiten wesentlichen Faktor, der sich dann eben Konkurrenz nennt. Was machen denn die anderen Pflanzen oder auch Tiere, die in diesem Bereich dann halt eben sonst noch so leben? Kommen die mit der Art, die man da hinpflanzt, klar? Oder machen sie die nieder? So nach dem Motto. Und das ergibt dann halt eben das wirkliche, natürliche Verbreitungsgebiet. Eine Art ist nur da konkurrenzfähig, wo sie sich aufgrund ihrer Biologie und ihrer Konkurrenzfähigkeit etablieren kann. Also diese beiden Faktoren müssen zusammenkommen. Und unsere Buche zum Beispiel, unsere am weitesten verbreitete einheimische Baumart, die kann nicht überall wachsen. Die kann eigentlich nur da wachsen, wo sehr gute Umweltbedingungen sind. Aber da, wo sie wachsen kann, da ist sie konkurrenzfähiger als alles andere und macht halt alles andere nieder. Und deswegen würde sich, wenn wir als Förster nicht unbedingt was anderes hinpflanzen würden, in fast allen Bereichen des deutschen Waldes ein Buchenwald natürlich entwickeln, weil die klotzt halt alles andere weg. Nur da, wo die Buche gar nicht mehr wachsen kann, physiologisch, da haben dann alle anderen Baumarten, die ein breiteres physiologisches Spektrum möglicher Wuchsbedingungen haben, dann eben die Chance, sich da zu etablieren. Mit einer mittleren Konkurrenzfähigkeit kann man sich zum Beispiel auf einem Moorboden schon ganz hervorragend gegen alle möglichen anderen Bäume durchsetzen, die eine noch schlechtere Konkurrenzfähigkeit als eben eine mittlere haben. Die müssten dann noch weiter ins Moor reinrücken, wo die Wachstumsbedingungen noch beschissener sind, wo man also physiologisch gerade noch so ums Überleben kämpfend eben noch so existieren kann als Pflanze, aber da kann dann kein anderer mehr leben und dann ist man einfach so weit der Konkurrenz ausgewichen, dass es überhaupt keine Konkurrenz mehr gibt. Das ist halt eben das Schöne auch in der Natur, dass es für jeden, egal wie klein und schwach und mickerig und wenig konkurrenzkräftig der ist, irgendwo noch ein Plätzchen gibt, wo für ihn genau die richtigen Bedingungen herrschen, wo kein anderer hin möchte, sozusagen. Und da kann man dann halt eben wunderbar sein Dasein fristen. So, also das eben zum Verbreitungsgebiet. Bei allen Baumarten, die ich jemals genannt habe, ist die potenzielle Verbreitung, die physiologische Verbreitung erheblich größer als das, wo sie wirklich natürlich vorkommen würden. Teilweise haben wir in Deutschland auch einen ganzen Haufen Baumarten, eben, die hier bei uns natürlich überhaupt nicht vorkommen würden. Allerdings muss man zum Beispiel bei sowas wie einer Douglasie jetzt sagen, wenn wir jetzt schlagartig die forstwirtschaftliche Nutzung des Waldes einstellen würden und am besten gleich komplett die Menschheit in Mitteleuropa ausrotten, mal spaßeshalber als Gedankenexperiment, würde sich dann die Douglasie trotzdem in Europa jetzt etablieren, jetzt wo sie schon mal da ist, oder würde sie direkt wieder aussterben? Das ist dann auch immer so eine Frage mit dem Verbreitungsgebiet. Hat sie jetzt ein natürliches Verbreitungsgebiet in Europa bekommen, dadurch, dass wir sie über den Atlantik gehievt haben? Also das sind so Fragestellungen, die halt eben bei dieser ganzen Verbreitungsdiskussion eine Rolle spielen. Und als kurze Zusammenfassung dazu, wenn ich sage, Baum wächst in Schleswig-Holstein nicht und ihr habt da trotzdem so ein Ding rumstehen in der Nähe vom Dorf, was, der Bürgermeister da hingepflanzt hat,
dann heißt das nicht, dass meine Aussage halt eben falsch ist. Dann heißt das das, dass wenn ihr da alle aussterbt in eurem Dorf, dann wird dieser Baum spätestens, wenn er selber tot ist, auch da ausgestorben sein, weil er es an der Stelle vermutlich ohne Hilfe von uns Mensch nicht schafft, selbstständig Nachkommen zu produzieren. Also außerhalb seines natürlichen Verbreitungsgebiets sich befindet. So, ich denke, das war jetzt grundsätzlich verständlich für jeden und hilft vielleicht beim Verständnis meiner weiteren Baumvideos. Gut, machen wir hier einen Schnitt. Dann im Zusammenhang mit der Verbreitung schmeiße ich auch immer so Begriffe in den Raum wie atlantisch oder ozeanisch. Das ist eigentlich, na, erkläre ich gleich, aber es ist mehr oder weniger dasselbe vom Sinnzusammenhang her. Und kontinental. Das sind ganz, ganz wesentliche Begriffe in der Ökologie, auf die man auch immer wieder stoßen wird, wenn man da mal ein entsprechendes Buch liest oder grundsätzlich mal irgendein Buch über die Verbreitung irgendwelcher Pflanzen. Das sind Begriffe, die stehen da immer irgendwo drin und sind so wichtig, dass ich sie halt auch noch nie wirklich so richtig erklärt habe, weil sie zum alltäglichen Sprachgebrauch von jemandem, der sich mit sowas intensiv beschäftigt, gehören. Und an dieser Stelle dann auch nochmal ein entsprechendes Sorry und dann erkläre ich es halt eben jetzt. So, ozeanisch bzw. atlantisch ist ein Klima, das von der Nähe zum Ozean geprägt ist, auf eine bestimmte Weise. Und das ist im Prinzip derselbe Begriff, weil der Atlantik ist ja auch nur ein Ozean. Also ist ozeanisch quasi einfach ein allgemeinerer Begriff für ein vom Ozean geprägtes Klima, während atlantisch einfach jetzt der Spezialbegriff für Europa beispielsweise ist. Unser ozeanisches Klima ist immer vom Atlantik geprägt, weil einen anderen Ozean haben wir hier ja nicht. So simpel und ergreifend ist das auch schon. Und daher eben halt diese Begriffsdifferenz, das ist immer einfach ein bisschen egoistisch, wenn wir von einem atlantischen Klima sprechen. Korrekter wäre ein ozeanisches. So, und so ein Klima ist jetzt dadurch geprägt, dass sich in der Nähe der Landflächen, in denen dieses Klima herrscht, ein Ozean befindet. Und der hat jetzt mal zwei wesentliche Eigenschaften. Erstens hat er immer Pi mal Daumen eine ungefähr gleiche Temperatur. Die schwankt nur sehr wenig. Und zweitens hat er die wundersame Eigenschaft, dass von ihm Wasserdampf aufsteigt, der dann zur Wolke wird und dann gerne mal ins Land hineinwandert und dort abregnet. Das heißt, wenn man nah am Ozean wohnt, hat man übers Jahr verteilt eine geringe Temperaturschwankung, weil diese immer gleichbleibende Wassertemperatur dazu führt, dass es nur eine geringe Amplitude an Lufttemperaturschwankungen überhaupt geben kann. Das Ding wärmt, wenn es kalt ist, also die Lufttemperatur kalt, dann wärmt das Wasser die Luft sozusagen, ganz einfach formuliert. Und wenn es am Land super heiß ist, dann kühlt das Wasser quasi die Luft. Also es gibt keine super hohen Extremtemperaturen. Man braucht an der Küste also nicht damit rechnen, dass wir 60 Grad im Schatten oder was kriegen. Wir werden auch im Winter keine minus 60 Grad oder ähnliches erleben bei einem klassischen ozeanischen Klima. Und die andere Sache ist, es gibt übers Jahr verteilt auch relativ ausgeglichen, einigermaßen zumindest, eine insgesamt doch eher hohe Niederschlagsmenge. Weil es sind ja immer Wolken da, die da aufsteigen, ins Land reinziehen und dort dann eben abregnen. Das wäre so das typische ozeanische Klima. Jetzt gibt es Ausnahmen, Regionen, die an einem Ozean gelegen sind, aber aus verschiedenen Gründen kein ozeanisches Klima aufweisen. Ein Beispiel wäre die Westküste von Australien. Die liegt ja auch direkt an einem Ozean, hat aber kein ozeanisches Klima, weil wenn da Wolken aufsteigen und ins Landesinnere wandern, dann bringt das Australien wenig, weil die Wolken regnen nämlich nirgendwo ab. Deshalb ist der ganze Kontinent mehr oder weniger, passt der ganze Kontinent nicht alles, aber sehr stark wüstenartig geprägt, weil es gibt null Berge in Australien, bis auf den Ayers Walk in der Mitte, gefühlt. Das stimmt natürlich jetzt geografisch nicht so ganz, aber und deswegen dauert es ewig, bis da mal was abregnet.
Wenn, dann sind es dann meistens ganze Fluten, was da dann runterkommt. Aber es ist grundsätzlich dadurch halt immer eine gewisse Trockenheit. Und der Ozean ist auch sehr warm, was daran liegt, dass Australien super flache Küsten hat. Sprich, der Meeresboden steigt da unglaublich flach an bis hin zu Australien, dass da nur wirklich wenige Meter gefühlt über Meeresspiegel überhaupt liegt. Und da ist einfach das Wasser so flach, deshalb gibt es auch diese ganzen Riffs, Great Barrier Reef und so ein Krempel und Korallenbänke und so weiter und so fort, dass das Wasser sich da dann aufgrund seiner Flachheit auch gut aufheizen kann und dann auch super warm ist, genau wie der Rest vom Kontinent. Heißt, dieser mildernde Einfluss der immer gleichen Wassertemperatur fällt da so ein bisschen weg. Das ist also kein ozeanisches Klima, auch wenn nah am Ozean gelegen. Also das jetzt nun mal quasi als anderes Beispiel. Gut, dann haben wir noch das kontinentale Klima. Der Klassiker für ein ausgeprägtes kontinentales Klima wäre irgendwo in Russland. Jetzt nicht irgendwo in Russland, aber so in zentralen Russland, so südliches Sibirien, Grenze zum Himalaya, also noch nicht zu nah am Himalaya, da haben wir ein extremes kontinentales Klima. Das ist quasi das Gegenteil von einem ozeanischen Klima, das heißt, wir haben eine hohe Amplitude der Temperatur, ne? Also kein mildernder Einfluss vom immer fast gleich warmen Ozean. Das heißt, wir haben also enorme Schwankungen. Sagen wir mal, an unserem Ort in Sibirien haben wir im Sommer mal eine Höchsttemperatur von 25 Grad oder was. Das kann da sicherlich mal vorkommen. Und wir haben im Winter, wenn es ganz dämlich läuft, mal minus 50 Grad. Das heißt, wir haben eine Amplitude von 75 Grad Celsius an Temperaturschwankungen. Und das ist ein extrem kontinentales Klima. Und des Weiteren ist ein kontinentales Klima auch immer relativ trocken, weil die Wolken, die am Ozean aufsteigen, müssen sehr weit ins Land rein, um da dann halt eben entsprechend überhaupt Wasser hinzubringen. Und das passiert einfach nicht so häufig, insbesondere nicht in Regionen, die hohe Berge um die Region drumherum haben, dass da eine Wolke quasi an diesem Bergmassiv gar nicht vorbeikommt, ohne schon massiv abzuregnen, und hat dann kein Wasser mehr übrig, was sie dann innerhalb eines solchen Trockentales ablassen würde. Das nächste Beispiel für eine sehr stark kontinentale geprägte Region, wo man gar nicht glauben würde, dass es das bei uns in Mitteleuropa in einem extremen Ausmaß überhaupt gibt, weil Mitteleuropa ja generell ein relativ atlantisch geprägter Bereich ist, weil so weit weg ist der Atlantik halt eben nun mal nicht, sind die Zentralalpen. Die Zentralalpen haben nämlich den Nachteil, dass sie aufgrund der hohen Berge, die sie umschließen, in den Zentralalpen selber sind zwar noch höhere Berge, aber es sind auch schon hohe Berge drumherum, überhaupt sehr wenig Regen abbekommen. Die ganz hohen Berge in der Mitte, dann die schon, aber es gibt davor jede Menge Trockentäler, weil sämtliches Wasser sich schon an den Randalpen abgeregnet hat. Die Wolke dann quasi über das, ich muss das mal innerhalb des Bildsbereichs meiner Kamera zeigen, also quasi hier ist jetzt so ein Berg, ne? Man stelle sich den vor, Wolke kommt, Wolke will da drüber, geht nicht, Berg ist zu hoch. Wolke muss also abregnen, um aufzusteigen, und dann kommt sie erst über den Berg rüber. Das Dumme ist, jetzt ist hinter dem Berg ein Tal. Und da hinten kommt erst der nächste noch höhere Berg. Bis zu dem nächsten noch höheren Berg regnet die Wolke nicht ab, weil über diesem Tal kann sie ja locker drüber kommen. Und erst an dem Berg regnet sie dann wieder, und erst da ist es dann wieder nass. Wer also am Anfang dieses Trockentals wohnt, der wohnt halt in einem extrem stark kontinental geprägten Klima, weil man davon den mildernden Einfluss vom Ozean überhaupt nichts mitbekommt. Interessanterweise sage ich das jetzt deswegen, weil ich nachher ja noch ein Video zur Lerche drehen möchte, und genau in so einem potenziell hochgebirgs eher trockenen, stark kontinental geprägten Tal, da kommt unsere Lerche vor. Okay, wenn ich jetzt sage stark kontinental geprägt, sind diese Trockentäler auch nicht, aber sie sind in einer Nähe zu einem Ozean ein extrem kontinental geprägter, kleinräumiger Standort, den man an der Stelle eigentlich so normalerweise nicht erwarten würde. Ist da trotzdem immer noch einigermaßen nass. Es ist ja keine Wüste, das hätten wir gemerkt. Aber im Vergleich zur Umgebung doch extrem. So, ja, das wären also die Begriffe kontinental und ozeanisch, beziehungsweise eben atlantisch. Die wollte ich halt auch nochmal unbedingt erklärt haben. Machen wir nochmal einen Schnitt, und dann muss ich mal überlegen, ob mir überhaupt noch was einfällt. Jo, kleine Ergänzung noch zu der Kontinental-Atlantisch-Geschichte. Es gibt noch jeweils Subkontinental und Subatlantisch. Werdet ihr auch in manchen Bestimmungsbüchern und sonstiger ökologischer Literatur finden. Das bedeutet nicht stark ausgeprägt. Also heißt, eher ein kontinentales Klima bevorzugt, aber nur so eher.
nicht ausschließlich. Und suboceanisch heißt ja eher noch in der Nähe vom Ozean, nicht allzu sehr im kontinentalen Bereich, aber auch nicht krass nah am Ozean. Also es ist immer die abgeschwächte Variante. Gut, und jetzt kommen wir dann noch zu der dritten Sache, das sind die Höhenzonierungen, die man auch ganz oft eben in entsprechender ökologischer Literatur aufgeführt findet. Da gibt es die Höhenzonen von, ich nenne sie mal kurz, Planar, Colline, Montan, Alpin und Nerval heißt das Ding. Letztere ist für den Ökologen verdammt uninteressant, weil das bedeutet, da wächst nichts mehr. Da gibt es überhaupt kein Leben, außer vielleicht noch Bakterien. Das wäre dann also Mount Everest-Gipfel. Oder alternativ muss nicht immer gleich Mount Everest sein. Mont Blanc-Gipfel in den Alpen reicht auch schon. Oder auf dem Matterhorn auf dem Gipfel. Irgendwie sucht euch was aus. Wenn ihr keinerlei Pflanzen mehr irgendwo entdeckt und euch im Gebirge findet, dann seid ihr in der nervalen Zone. So. Planar, was ist jetzt Planar? Fangen wir mal unten an. Das ist mehr oder weniger flach auf mehr oder weniger Meereshöhe. Bevor ich jetzt da anfange, muss ich noch erklären, die Höhenzonen, in welcher Höhe die vorkommen, das variiert ganz, ganz stark mit dem Breitengrad, ne? Also auf der Erde. Wenn wir uns am Äquator befinden, dann ist die nervale Zone, wo wir so hoch sind, dass da überhaupt kein Leben mehr vorkommt, außer Bakterien, die gibt es überall, ist da so hoch, dass es die überhaupt nicht gibt. Es gibt keine nervale Zone am Äquator, weil so einen hohen Berg haben wir da nicht. Der müsste dann, keine Ahnung, 6000 Meter oder was hoch sein. Aber mit den Höhenangaben bitte mich nicht festnageln, das ist so ein ganz grober Schätzwert. Sowas muss ich nachgucken, das weiß ich nicht mehr auswendig. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals auswendig gewusst habe oder ob mir das jemals überhaupt irgendjemand im Studium erzählt hat. Letzteres vielleicht schon, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Professor Unrecht, aber man kann sich unmöglich alles merken, also zumindest ich nicht. Dafür ist zu wenig Platz unter meinem Hut. Den hatte ich damals auch noch gar nicht, den habe ich mir erst mit Abschluss besorgt. Egal, jedenfalls, das ist also eine große, große Differenz da. Ein schönes Beispiel ist die Baumgrenze. Die Baumgrenze liegt in den Alpen bei so grob 2000 Meter, je nachdem, wo man ist. Da gibt es auch nochmal große Unterschiede. Die Alpen sind ein sehr differentes Gebirge. Da gibt es Regionen, das ist ganz anders als in anderen Regionen und beides sind die Alpen. Also muss man vorsichtig sein, aber mal ganz grob 2000. In Skandinavien, in Jotunheim, liegt die Waldgrenze bei 600 und die Baumgrenze oft schon bei 800 Meter. Da gibt es schon so Ecken, da ist es so harsch vom Wetter her und so weiter und so fort, da ist also wirklich ganz schnell Schluss. Also soll heißen, je weiter nach Norden man kommt, desto niedriger ist halt eben die Waldgrenze, desto niedriger sind die jeweiligen Höhenzonen anzusetzen. Die nervale Zone, die in den Alpen bei meinetwegen, keine Ahnung, dem Gipfel von was auch immer, dem Mont Blanc, dem Matterhorn oder sonst was, spätestens da ist er erreicht. Im skandinavischen Bereich, da sind wir schon bei 1200 Meter oder was, im nervalen Bereich. Ja, das kommt sicherlich hin. Also je nachdem, welche Region von Skandinavien wieder. Das ist auch nochmal so ein Spezialfall. Aber im Himalaya, das ist ja auch so ein interessantes Beispiel, da ist zum Beispiel auch so, dass wir noch Viehweide und so weiter und so fort in Höhen haben, in denen bei den Alpen schon längst die nervale Zone erreicht ist. Also wer mal im Himalaya gewesen ist und sich wundert, dass auf 4000 Meter da noch wunderbar zu leben ist, in Anführungszeichen, das ist halt eben der Himalaya. Das ist ein anderes Gebirge als unsere Alpen beispielsweise. Also deshalb die Höhen, die ökologischen Höhengrenzen, also eben diese Begriffe, die haben jetzt erstmal nur bedingt was mit der Meereshöhe zu tun und sind immer eine Kombination aus Meereshöhe plus nördliche, südliche Breite eben auf unserem Raumschiff. Habe ich mal irgendwann, da gab es mal Raumschiff Erde irgendwo im Fernsehen für Kinder, wo dann irgendwelche Fakten dazu kamen, mit welcher Geschwindigkeit sich die Erde eigentlich um die Sonne dreht und so ein Krempel, aber egal. Planare Zone, haben wir gesagt. Das ist die flache Zone. Da hat man also quasi wirklich nur geringfügige Steigungen. Es gibt da nichts, was jeder halbwegs vernünftige Mensch als Berg bezeichnen würde. Jetzt mag jemand, der in der planaren Zone wohnt und da aufgewachsen ist und da ungern rausgeht, einen, keine Ahnung, Hügel von 50 Meter als Berg ansehen.
Das ist dann sein gutes Recht, das so zu tun, zumal wir in Deutschland nicht definiert haben, ab welcher Höhe ein Berg eigentlich ein Berg ist. Aber ökologisch gesehen ist das nicht mal im Ansatz ein Berg und der wird in den allermeisten Fällen keine nennenswert andere Vegetation oder eine andere Tierwelt als seine Umgebung aufweisen. Das heißt, es ist immer noch die planare Zone. Denn eine andere Vegetation bzw. Tierwelt, die sich mehr oder weniger deutlich von denen der unteren oder oberen Zonen unterscheidet, ist so das wesentliche Charakteristikum für eben überhaupt diesen Zonenübergang, wenn man das jetzt in solche Zonen einteilen möchte. Und noch eine allgemeine Sache, diese Einteilung, die ist halt eben wieder menschgemacht und zum gewissen Grad unserer Ordnungsliebe entspringend. Wir wollen das also einfach in Kategorien einteilen, damit wir besser damit arbeiten können und uns die Komplexität der Natur vereinfachen, damit wir besser darüber reden und darüber nachdenken können. Natürlich ist es in Wahrheit ein fließender Übergang und es gibt keine Zonen, kein Schild in der Natur, wo steht, Stopp, Sie betreten die nirvale Zone. Bitte beachten Sie, dass Sie hier jetzt nicht mehr leben können, Herr Moos. Bleiben Sie gefälligst unten im hochalpinen Bereich. Da können Sie vielleicht noch ein bisschen leben. Das interessiert natürlich Herrn Moos wenig. Also deshalb mag es vorkommen, dass irgendjemand mal definiert hat, nirvale Zone in den Alpen bei 2400 Meter, keine Ahnung, und Herr Moos interessiert sich nicht dafür und kommt bei 2600 noch vor. Ne? Also das sind alles nur menschgemachte Definitionen und man kann die Komplexität der Natur niemals zu einer vollständigen Zufriedenheit aller Beteiligten, in Anführungszeichen, in eine Definition reinpacken. Das ist gar nicht möglich. Das sind nur Vereinfachungen, die uns ermöglichen, überhaupt über die Komplexität des Ökosystems nachdenken zu können. Weil würden wir das als wirklich in seiner gesamten Strukturreichtum überhaupt wahrnehmen wollen, würde unser Kopf explodieren. Und das gibt eine Schweinerei und deswegen will das keiner und deswegen gibt es diese Definition. Das also auch nochmal kurz darauf hingewiesen. So, planare Zone jetzt nochmal. Was hat die für eine Prägung des Lebensraums? Zum Beispiel gibt es Arten, die nur da vorkommen können, weil sie auf eine Nähe zum Ozean angewiesen sind. Und ein typisches Merkmal der planaren Zone ist, dass es immer relativ, dass sie nicht immer, aber oft relativ nah am Ozean dran ist. Und gerade wenn wir uns in Mitteleuropa befinden, sind das halt eben die Nordsee-Marschlandschaften beispielsweise. Komplett Holland, wenn sie keinen Deich gebaut hätten, wären sie unter Wasser, aber solange sie nicht unter Wasser sind, sind die komplett nur in der planaren Zone und ihre Vegetation ist auch entsprechend geprägt. Ein Beispiel, Arten, die sich an das Leben in der Nähe vom Meer spezialisiert haben, sind sämtliche Pflanzen, die auf einer Salzwiese vorkommen. Wer die nicht kennt, das ist so ziemlich jede besonders spektakulär aussehende Wiese auf irgendeiner unserer kleinen Nordseeinseln, also Borkum und wie sie alle heißen, Spiekeroog und welcher Schuft liegt bei Nanni im Bett oder so ähnlich, egal, will ich mich jetzt nicht mit aufhalten. Jedenfalls da, die Wiesen, die es da gibt, Tier? Nein, kein Tier. Das sind alles solche Salzwiesen und da gibt es zum Beispiel den Quäcker oder die Quäcke. Ich weiß gar nicht, wie das Ding jetzt genau heißt, aber jedenfalls ist das eine Pflanze, die sich darauf spezialisiert hat, in einer extrem lebensfeindlichen Umwelt, weil alles übersalzt ist. Da kann eine Pflanze normalerweise überhaupt nicht mit klarkommen und würde sterben, jede andere Pflanze, bis auf die super spezialisierten Dinger, die es irgendwie gelernt haben, eben mit diesem Salz klarzukommen, es zum Beispiel in ihre Zellsaftvakuole einlagern und da kann es nicht mehr raus und dann stört es die Pflanze auch nicht mehr bis zu einem gewissen Alter. Irgendwann geht Pflanze dann halt eben trotzdem kaputt. Aber ja, das wäre eben eine potenzielle Anpassung an ein Leben in der planaren Zone. Dann haben wir die Collinezone. Die kann man so grob als leichtes Hügelland bezeichnen. Da werden die meisten von uns auch mehr oder weniger wohnen. Also wer so ein paar Hügelchen bei sich in der Region hat, der befindet sich dann meistens so in der Collinezone. Das kann man in Deutschland ganz grob, je nachdem wie man fragt, variiert das wieder, so zwischen 50 und von mir aus 150 Meter über Meer irgendwo so verorten.
wie gesagt, die meisten von uns werden da irgendwie hausen. Das unterscheidet sich von der Vegetation jetzt gar nicht so sehr von der planaren Zone, mit Ausnahme dessen, dass halt irgendwelche speziell an eine Nähe zum Meer angepassten Arten da jetzt auf jeden Fall schon fehlen. Und es grundsätzlich auch mit dem Gradient der Höhenzone, das muss ich auch nochmal dazwischen sagen, geht auch eine Prägung mehr in den kontinentalen Bereich einher. So ein bisschen, weil die Amplitude, das was ja den kontinentalen Bereich ausmacht, zwischen kalt im Winter und heiß im Sommer, das funktioniert auch eben im Gebirge. Je mehr man also mit der Höhenzone hochkommt, desto höher wird auch die Temperaturamplitude. Wir haben auf dem Gipfel von sonst was, oder sagen wir mal kurz unterm Gipfel von sonst was, im Sommer trotzdem mal 12 Grad, 13 Grad, 14 Grad vielleicht. Und im Winter dann halt eben trotzdem minus 30. Und dann haben wir eine Amplitude von meinetwegen 35 Grad. Das haben wir an der Küste nirgends. Ne? Innerhalb einer grundsätzlich sonst atlantisch geprägten Region ist es bei zunehmender Gebirgigkeit zunehmend kontinentaler. Muss aber nicht zwingend auch für den Wasserhaushalt gelten, weil die höchsten Berge jede Wolke, die da irgendwo vorbeikommt, aufhalten und damit dann halt eben Niederschläge jenseits von Gut und Böse haben. Da sind dann über 2000 mm Jahresniederschlag locker drin. Ein schöner Vergleich, ein schöner Mittelwert ist immer so München. München ist jetzt nicht der trockenste Ort und auch nicht der nasseste Ort Deutschlands, hat glaube ich 800 mm Jahresniederschlag. Das ist so ein simpler Durchschnittswert für ja, so irgendwas in den Dreh. Der trockenste Ort Deutschlands ist übrigens der Kaiserstuhl. Der hat, glaube ich, bloß 350, irgendwie sowas. Aber mit diesen Zahlen, das sollte man halt wirklich einfach mal kurz nachgoogeln, dann weiß man es genau. Und ich bitte schon mal Entschuldigung, wenn ich mich da vertan habe. Die grobe Rahmenrichtung, Rahmengebung meiner Zahlen müsste so einigermaßen stimmen, hoffe ich. Oh, wenn ich mich da mal nicht in die Brennnesseln hocke. Gut, jetzt aber zurück zur Kolinenzone. Die hat eben keine besondere, das ist sozusagen die Standardlandschaft, wenn man so möchte. Da haben wir vorherrschende Vegetation, Buchenwald. Burp. Den standarddeutschen Buchenwald, der ist vor allen Dingen in der Kolinenzone anzutreffen. So, jetzt wird es nämlich interessant, wenn wir jetzt in die Montanezone gehen, also nochmal eine Vegetationsstufe höher, dann merken wir eine deutliche Änderung der vorherrschenden Vegetation, nämlich ein Buchenwald ist kein reiner Buchenwald mehr, sondern ist hier jetzt schon so eine bisschen bergigere Ausprägung unseres Buchenwaldes. Das heißt, es kommt Tanne dazu. Generell ist der Wald insgesamt ein kleines bisschen lichter. Und es kommen auch noch viele andere Mischbaumarten langsam dazu, wie zum Beispiel der Bergahorn, der jetzt immer mal wieder natürlich zwischen den Buchen zu finden ist, was er im Tiefland eigentlich so nicht ist. Und wenn wir jetzt noch höher gehen, in die Montanestufe, in der Montanestufe sind wir ja schon, wenn wir jetzt zum Übergang in die alpine Stufe gehen, dann kriegen wir schon eine deutliche Prägung des Waldes in Richtung Gebirgswald. Das heißt, wir haben deutlich weniger Buche, wir haben viel mehr Tanne natürlich gesehen und jetzt kommt auch langsam die Fichte dazu. Und wenn man jetzt noch höher geht, geht die Buche irgendwann ganz flöten, die kann dann nicht mehr. Die Tanne geht auch zurück und die Dominanz der Fichte nimmt immer mehr zu. Und dann, je nach Region, ist die Fichte eigentlich Waldgrenzenbaumart in Deutschland. Heißt, nach der Fichte sind die Bäume weg. Und dann, spätestens dann, sind wir im stark alpinen Bereich, der nämlich dadurch geprägt ist, dass da Bäume so jetzt schon nicht mehr, also zumindest mal kein Wald mehr vorkommt. Jetzt kann man sich ein bisschen kloppen, ob da noch Bäume im Sinne von Holzpflanze, wie zum Beispiel Pinus mugo, die Latschenkiefer, ob das jetzt im alpinen Bereich noch okay ist. Viele Leute sagen ja, man kann sich da vielleicht streiten und einfach direkt sagen, alpin ist da, wo Holz aufhört, aber ich glaube, derzeit ist das so noch nicht definiert und ich müsste das jetzt natürlich auch nochmal nachlesen und Allwissenheit, ich arbeite dran, ich bin ja noch jung, ich habe ja noch Zeit, um noch allwissend zu werden. spätestens wenn die Bäume weg sind, dann sind wir auf jeden Fall im alpinen Bereich und da gibt es dann halt eben noch Zwergsträucher.
Diverse wunderschöne Blümchen, solche alpinen Rasen, diese ganzen artenreichen, super tollen Dinger, wo man dann auch gerne mal trotzdem die Kuh drüber jagt, die dann diese ganzen artenreichen, tollen Dinge, die es da so gibt, wegfuttert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, diese Dinge haben gemeinsam, die sind noch klein. Die sind empfindlich. Die können nur da vorkommen, wo niemand Stärkeres und Größeres mehr hin möchte, also keine Bäume. Es ist also kein Zufall, dass diese ganzen kleinen, niedlichen Pflänzchen und Blümchen, die man auf so einer Bergwiese wirklich ganz weit oben noch finden kann, nicht weiter unten vorkommen, weil da sind ja die bösen Bäume, ne? Und geht man jetzt noch höher, dann ist man halt irgendwann in der Nivalen, Nevalen und ich weiß es immer noch nicht so genau, wie das Ding jetzt exakt heißt. Die ist einfach irrelevant ökologisch, diese Zone. Kein Mensch braucht die, weil da gibt's nichts. Und gerade wenn man sich für Pflanzen interessiert, ist die noch langweiliger, weil Pflanzen gibt's da auch schon wieder gar nichts. Das Einzige, was da noch möglicherweise geben kann, sind so ein paar Flechten und hier und da noch das ein oder andere Bakterium. Ja, aber alles so stinklangweilige Sachen. Okay, Flechten sind ja noch ganz interessant, aber die sind erst dann interessant, wenn sie in Verbindung mit Pflanzen aufkommen. Zumindest meine persönliche Meinung, ja. Aber das jedenfalls wäre dann die höchste Höhenstufe, wo kaum noch Leben möglich ist, bis gar keins mehr halt. So, und warum habe ich euch das jetzt erzählt? Weil es mal einen Kommentar gegeben hat, da habe ich gemeint, die Buche geht nicht auf den Berg, war glaube ich meine Aussage. Und das wurde mir dann von einer, ich glaube eine Zuschauerin war es, nicht dass das was zur Sache tut, bisschen übel genommen, so nach dem Motto, ja was denn, bei uns auf dem Berg kommt die aber noch vor. Dann habe ich mal nachgefragt, wie hoch denn dieser Berg ist und dann war dieser Berg 200 Meter. Und ja, das ist halt eben kein Berg in dem Sinne, wie ich den Begriff Berg verwende. Wenn ich den Begriff Berg verwende, dann meine ich irgendwas 800 Meter plus, schieß mich tot. Also mindestens 800. Und das ist auch so die magische Grenze, wo wir eine deutliche Vegetationsänderung in Deutschland haben. Ab 800 Metern haben wir es auf jeden Fall mit einem Bergwald zu tun, der sich dann in vielen Charakteristika von nicht Bergwald, also einem Tiefland bis tiefer Restland, sagen wir jetzt mal grob, deutlich eben unterscheidet und da dann halt eben auch die Dominanz der Buche massiv nachlässt. Bis hin zu sie ist weg. Das kommt dann wieder so ein bisschen auf die Region an und so weiter und so fort. Zum Beispiel beim Brocken im Harz ist aufgrund seiner Klimaexponiertheit, die der halt nun mal hat, die Grenze, wo die Buche aufhört, deutlich weiter unten, als es hier bei uns im Schwarzwald zum Beispiel der Fall ist. Das also nun mal so als eine solche Besonderheit jetzt auch noch mal kurz gesagt. Gut, dann habe ich diese ganzen Zusammenhänge jetzt hoffentlich in aller Ausführlichkeit durchgekaut. Mehr fällt mir dazu nämlich nicht ein. Gucken wir auf die Uhr. Ich glaube, ich mache jetzt noch mein Kurzbissen-Video zu Buchenkeimlingen. Und dann muss ich auch gucken, dass ich zum Geburtstag von meinem Onkel komme, weil da gibt es Kuchen. Kuchen ist wichtig. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass Kuchen wichtig ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.